Das war ein Auftakt mit Schmerzen. Beim ersten Training der neuen Saison verschonte Werder Bremens Trainer Thomas Schaaf seine Spieler nicht und bat gleich zu einem Laktattest. Mit dabei die beiden Neuzugänge Lukas Schmitz und Mehmet Ekici, die von Schalke bzw. Nürnberg an die Weser kamen. Ekici will mit Werder angreifen. Ja, erstmal wollen wir oben mitspielen. Mein persönliches Ziel, vor allem auch von der Mannschaft, der Anspruch muss sein, dass wir uns für die europäischen Plätze qualifizieren. Es war ja bisher immer so, bis auf die letzte Saison. Ich denke, es kann mal immer vorkommen, dass man tief hat. Es kann nicht alles bergauf gehen. Und was wir letztes Jahr verpasst haben, wollen wir heuer nachholen. In Bremen ist man sich sicher, dass der frühere Nürnberger den Vergleich mit Mesut Özil standhalten kann. Ich glaube, dass Mehmet Ekici schon weiter ist. Er hat eine komplette Saison gespielt. Als Mesut zu uns gekommen ist, war das... hat er einige Spiele gemacht, ist dann mal eingewechselt worden, also hat gar nicht so regelmäßig gespielt. Also von daher, glaube ich, sind das sehr gute Voraussetzungen. Er ist sehr gut ausgebildet, hat die Erfahrung in der Bundesliga sammeln können. Das Talent, das Potenzial hat er sowieso. Also im Moment spricht nichts dagegen, dass er eine sehr positive Entwicklung nehmen wird. Macht Ekici bei seinem neuen Club von sich reden, dann darf Werder auf eine Saison hoffen, in der es nicht nur neben dem Weserstadion läuft.